Hallo Guys, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich möchte mal in diesem Video mit euch darüber sprechen, warum ich mich entschieden habe, meine Online-Akademie zu wechseln, auch wenn das mit relativ viel Arbeit verbunden ist. Und ich habe jetzt lange recherchiert und Gedanken dazu gemacht, ob ich jetzt zu Kajabi wechseln soll, was ja doch recht teuer ist, oder woanders hin. Und dann ist mir Member-Spot über den Weg gelaufen. Und ich muss gleich dazu sagen, ich bin dort noch nicht irgendwie im Partnerprogramm. Das heißt, ich habe jetzt noch gar keinen Affiliate-Link oder sowas. Vielleicht werde ich den dann noch nachlegen. Es liegt bei euch, ob ihr den dann benutzen wollt oder nicht. Auf jeden Fall bin ich aktuell noch bei Coach Channel und es gibt da ein paar wirklich krasse Gründe, warum ich mir das antue, dass ich hier nochmal wechsle und mir die Arbeit antue. Einer der Hauptgründe ist, dass meine Videos ständig hängen. Ja? Jetzt will ich mal schauen, ob ich das jetzt hier im Live jetzt zeigen kann. Ah ja, sieht, geht schon los. Ne? Also, Wenn man jetzt ja, ich bin jetzt hier auf Wiedergabe Beispiel, und er hängt. ja, was ist der Durchschnitt bis zu Hängt 16? permanent, ihr seht das? Hängt wieder. Findet hier, findet hier ein Also wenn ich jetzt zum Match Beispiel hier statt? mal hier auf ein anderes Modul gehe, Umsetzung, ja, keine Angst. So. Hallo, grüß dich und herzlich willkommen. Ja gut. Hast du gesehen, es hat wieder ein bisschen gehangen. Also das heißt, es ist nicht instant. Das heißt, der Speed, also die Schnelligkeit von dem Server, wo die Videos gehostet sind, also ich muss dazu sagen, die Videos, die du hier siehst, die sind gehostet auf dem Host von Coach Channel. Ja, das gehört ja zu Digistore und ist eines der erfolgreichsten deutschsprachigen Bezahlungssysteme. Aber die Videoplattform, da bin ich nicht so richtig zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist mal das Erste. Siehst du jetzt wieder, es hat wieder eine Weile gebraucht, bis es da war. Und das verstehe ich, das sehe ich halt gar nicht ein, weil das sind Videos, die sind 20 Minuten lang. Wie ist es dann erst, wenn ich ein Video drehe in meiner Akademie? Das vielleicht mal eine Stunde lang ist oder einfach mal einen Live-Call quasi dort hochlade, der eine Stunde ist oder sowas, ja? Oder ein Webinar, das 2, 3 Stunden hoch ist, ja? Wie lange braucht das zum Laden? Also, das ist für mich ein absolutes No-Go. Also, Speed, also Schnelligkeit, dass wenn ein Kunde oder ein Teilnehmer, Kursteilnehmer oder Ja, hallo, grüße dich, servus. also quasi hier draufklickt, dann muss der sofort, ja, sofort muss das Video da sein. Und hier siehst du wieder, es lädt wieder, es lädt, es lädt. Hallo, grüß dich und herzlich willkommen zu diesem Und Kurz. das ist mir einfach viel zu langsam. Also ich habe mir gedacht, das werden die lösen. Ich bin jetzt ein Jahr bei Coach Channel, aber es ist genau das Gleiche. Es hat sich nichts verändert. Siehst du hier auch wieder, es lädt. Grüße dich. Und egal welches Video, es hängt also nicht am Video, sondern es ist tatsächlich die Plattform. Ja? Hier wieder, es lädt wieder. So wirklich diese. Finde ich nicht so gut. Dann das zweite, der zweite große Grund, warum ich wechseln werde, mir das antue, ist die Navigation, die Übersicht. Also, du hast hier nur Text. Ja, und ich finde das einfach nicht gut gelöst. Es ist einfach nicht visuell aufbereitet, das Ganze. Also, ich weiß, ich gebe jetzt hier ein paar Einblicke in meine Akademie, aber ich werde sie eh nochmal aufbauen, nochmal neu umbauen und so weiter. Jetzt ein bisschen, von da ist es egal. Gleichzeitig ein bisschen Werbung, haha. Und das finde ich einfach nicht so schön. Und hier bei, wo sind wir jetzt hier bei Coach Channel, ja, wenn du hier mal siehst, das ist jetzt meine neue Mastermind hier. Das ist ja viel geiler. Schau, wenn ich jetzt hier reingehe, in die Masterclass, dann habe ich hier. Ja, wie bei Kajabi, das ist eigentlich letztlich 1 zu 1 kopiert, nur noch besser. Immer diese Videovorschau, hier kann ich dann ein Bild einfügen und ist einfach super geil. Beispiel. Und das ist einfach instant. Schau, ich gehe hier drauf, zack. Davon festen. Ja, ich gehe hier drauf, zack. Ja, Wofür ich du gehe hier drauf, Ablehnung ja, erfährst. ich gehe hier drauf, zack. Ja. Branche habe ich eben irgendwelche Schmerzen. Das ist einfach geil. Ja. Und vom Pricing her. Kann man ganz vergleichen. Das hier ist wahrscheinlich das, was ich auch nehmen werde. Du hast hier zum Beispiel auch so Fingerprint, Sharing, Kontrolle, Kopierschutz, ja, sogar einen kostenlosen Umzugsservice. Da muss ich mal schauen, ob ich den in Anspruch nehmen werde. Aber ich werde ja meine
Akademie sowieso ein bisschen umbauen, von daher weiß ich noch nicht genau, wie ich das machen werde. Dann hast du hier bis hin zu unendlich große Kurse und so weiter, White Label, alles möglich. Also ich finde es schon recht geil. Preis-Leistung, ja, es ist nicht gerade das günstigste, aber passt. Geht noch, musst nur einen Kurs verkaufen, dann hast du es ja wieder, ne? Dann Coach Channel. Wenn wir jetzt mal hier kurz Coach Channel. Preise. Das Vergleichen hier ist auch nicht anders. Ne? Also hast du jetzt ja auch letztendlich da, hier und dann hier gleich diesen Jump zu 267 Euro, wo du quasi hier jetzt nochmal so eine Zwischenstelle hast, ja. Dass du nicht gleich hier auf 300 Euro quasi hochgehst, ja. Und das finde ich auch nicht ganz das nachvollziehbar insgesamt, ehrlich auch, ja. Also dieser Jump hier, das ist ja eine Riesenhürde, dass ich hier quasi da reingehe. Ja, insofern ist ja, das sind die auch nicht unbedingt gerade günstig, ne? Nur am Anfang halt, vergleichbar wie mit hier, also quasi die gleichen Preise. Und dann dieser Jump und hier hast du nochmal diese Zwischenstufe 149 Euro, was ich auch super finde, ne? Dass du einfach in Etappen dich quasi hochsteigern kannst, ne? Wenn du dann ein paar Kunden hast und so weiter, dass sich das Ganze rentiert. Ja, das ist so meine Meinung zu dem Ganzen. Kajabi und was es da noch so gibt, Coachee und so weiter. Das Einzige, was wirklich noch interessant ist, ist Kajabi. Ja. Das ist halt eine englische Geschichte mit DSGVO und so weiter. Wenn du da eine kritische Zielgruppe hast, die da sehr darauf achten, was bei mir der Fall ist, ja, IT-Dienstleister und so weiter, und teilweise IT-Security-Dienstleister und so weiter. Da sollte ich schon wirklich meine DSGVO-Regeln, also wirklich hundertprozentig, tausendprozentig einhalten. Ja, nehme ich doch lieber diese deutsche hier. Und dann gibt es natürlich noch was anderes, das ist natürlich School. Auch geil. Das ist von diesem Consulting.com-Typen. Das ist dann so ein komplettes Klassenzimmer. Ja. Aber das zeige ich euch dann mal in einem nächsten, an einem anderen Video. Das geht noch weit über, da ist dann Community noch mit dabei. Ja. Quasi du brauchst noch kein Facebook mehr, was ich super geil finde. Aber School habe ich erst gestern selber entdeckt, oder vor ein paar Wochen zum ersten Mal gehört und gestern nochmal richtig selber entdeckt. Und da mache ich dann immer ein extra Video drüber. Vielleicht mache ich mit School dann auch noch was und meine Erfahrungen teile ich dann gerne mit euch. Ja, bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein, ja, wie immer, Daumen hoch und wenn du quasi auch ein bisschen Gas geben möchtest. Ich habe jetzt gerade Samstagvormittag, ich bin schon wieder seit 7 Uhr, bei 6:30 eigentlich auf und es macht richtig Spaß, wenn du auch Fortschritt siehst in dem, was du tust. Nicht nur letztendlich, dass ich irgendwie dein Konto monatlich fülle und du deine Miete zahlen kannst oder sowas und deine Rechnungen und so, sondern auch, dass du quasi auch im Kopf dich weiterentwickelst, ne? Und der Kopf steuert den Körper, das heißt gesunder Geist, gesunder Körper, gesunde Seele, ja. Und da wollen wir, glaube ich, alle hin letztendlich. Es gibt ganz viele Leute, auch Unternehmer und so, die haben 10-mal mehr Geld wie ich, aber die haben halt wirklich ihre Seele komplett vernachlässigt oder ihren Körper oder beides oder und was weiß ich alles. Und ja. Bis zum nächsten Mal, ne? Also ich will jetzt nicht wieder voll philosophisch werden hier. Wenn du solche Vergleiche, so Software-Vergleiche und so ähnliches, wenn dich das mehr interessiert, weil ich mache das sehr gerne, meistens halt am Wochenende habe ich nur Zeit dafür wirklich, ja, oder weil es soll mir ja auch Spaß machen, ja. Sowas wie hier jetzt eine Akademie aufbauen und so, das ist jetzt nicht wirklich mein Haupteinkommen. Bei Weitem noch nicht und deswegen, weil ich auch quasi das nicht so hochpreisig und so weiter, ne? Sondern ja viele was davon haben. Ich gebe diese Kurse dann teilweise auch im Paket, in Paketform gratis mit dazu, bei meinen Offline-Kunden sozusagen. Und da kann man aber so vieles mitmachen. Man sieht es ja hier, ne? Man kann hier Online-Kurse verkaufen, für Unternehmer Mitarbeiterschulungen machen, Onboarding, ja, also dieses ganze Thema Recruitment kann man abbilden über MemberSpot, ja, das ist einfach genial.
Ja, LMS sowieso und als Coach halt ganz einfach. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.